Hallo und herzlich willkommen auf dem Campingplatz in, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo wir sind. Ach, fang doch nochmal an. Ja. Das ist peinlich, Elbingerode. Elbingerode. Hallo und herzlich willkommen auf dem Campingplatz in Elbingerode. Was mache ich hier? Ja, ich war im Harz, beziehungsweise wir waren im Harz, ist aber auch nicht so wichtig. Aber ich wollte nur schnell noch eine Kleinigkeit loswerden, und zwar von der Schottland-Tour her. Ne? Da hatte ich ja gar nicht so viel Bildmaterial, und es wird auch, glaube ich, aus meinem Bildmaterial nicht ganz ersichtlich, wie diese Tour jetzt genau abgelaufen ist und wo es lang ging, wie es da lang ging und wer wann wie wo und so weiter und so fort, was da alles dabei war und so weiter. Und deswegen würde ich wärmstens empfehlen, auch vom filmerischen Aufwand her, vom Schnitt mit Musikuntermalung und allem Pipapo, ist das ja zigmal besser als mein übliches zusammengeschustertes Zeug, wo ich mir mit dem Schnitt kaum Mühe mache, was ich ja ganz ehrlich zugebe. Das ist tatsächlich ja so, dass ich da in der Hinsicht eher etwas faul bin. Ne? Und es gibt da also eben auch ein entsprechend schön zusammengeschustertes Video vom Bushcraft Waldwicht, dem Olli, ne? Und das verlinke ich euch eben entsprechend unten. Und ja, wer sich eben für die Schottland-Tour, die da stattgefunden hat, ein bisschen noch interessiert und da noch ein bisschen was zu sehen möchte, auch ein paar wirklich schöne Landschaftsaufnahmen eben entsprechend noch ergänzend, der kann das dann dort entsprechend noch nachholen. Also wirklich eine Empfehlung, wen das interessiert, so halbwegs, dann schaut euch das doch gerne mal an. Vielleicht hinterlasst ihr noch einen entsprechenden Kommentar, so als kleines Goodie, wer sich noch nicht sicher ist, ob er das anschauen möchte oder nicht. Es gibt mindestens 2 Aufnahmen von mir ohne Hut. How shocking. Da müssen wir nochmal miteinander reden, was das mit dem ohne Hut mich ablichten angeht. Aber nein, ist natürlich überhaupt kein Problem. Das mit dem Hut ist ja eh nur so ein Running Gag und betrifft außerdem nur meinen eigenen Kanal. Wer mich mal live irgendwo zu sehen bekommt, der wird relativ schnell erleben, dass ich den hin und wieder auch tatsächlich mal nicht aufhabe. How shocking. Ja. Bei uns gibt es gerade Abendessen, demzufolge soll es das auch schon gewesen sein. Wirklich nur so ein ganz kleines Hinweisteil eben zum entsprechenden anderen Video. Wirklich mal ganz kurz. Macht's gut!